Ja, lange Zeit ist her, lange Zeit ist wieder her, ein Radrennen, diesmal ein echtes Radrennen, naja, echt, also Mountainbike-Rennen, und zwar im Rahmen der KOM Climbing Challenge auf den Arkenbergen, unweit von da, wo wir quasi wohnen, 4, 5 oder 6 Kilometer weit entfernt, deswegen mussten wir unbedingt mitmachen, wir beziehungsweise ich. Es geht darum, die Arkenberge hochzufahren, wer es in einer Stunde, das war meine Distanz, am meisten schafft, und wer als erster über die Ziellinie fährt, hat gewonnen. Ja, wie gesagt, da musste ich unbedingt mitmachen, weil die Arkenberge sind so der höchste Punkt Berlins tatsächlich. Nochmal oben aufgeschüttet, das ist eine Baustelle, da darf man normalerweise nicht fahren, aber diesmal durfte man fahren, und zwar ganz legal und mit Covid-19-Maßnahmen und alles im Rahmen der KOM-Challenge, wie gesagt. Ich bin die eine Stunde gefahren, es gab noch die 3 und die 6 Stunden, aber dazu später, wie das denn gelaufen ist. Ja. Leider Gottes haben sich die Veranstalter von all den schönen warmen Tagen in diesem Jahr, in diesem Herbst sogar die schlechtesten ausgesucht. Das hat es echt besser verdient. Ja. Also es war eine ganz tolle, um vielleicht zu dem, eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Ich freue mich jetzt, Dankeschön dafür nochmal. Ich freue mich jetzt schon darauf, nächstes Jahr im Mai wieder dabei zu sein. Daumen hoch. Ja. Also wirklich, habt ihr hervorragend gemacht. Eine Stunde Rennen. Immer auf dem 3,3 Kilometer Kurs. Ich weiß gar nicht, wie viele Höhenmeter das sind. Eine neutrale Einführungsrunde und dann, bam, ging es auch schon voll los, wie im guten Cyclocross-Stil, wie ich das von damals gewohnt bin, ab. Ungefähr, ich denke mal, die Startgerade wird so mal 300 Meter gewesen sein, vielleicht 400 Meter. Dann ging es auch schon gleich hoch, diesen relativ langen Anstieg, ja, teilweise bis zu 16% hoch auf die Arkenberge, Runde, oben Wende, wieder zurück, den zweiten Gipfel nochmal hoch und dann eine technisch nicht so anspruchsvolle Abfahrt. Allerdings habe ich mich da zusammen mit dem Max vom Standardteam relativ frühzeitig abgesetzt. Ich bin da relativ viel vorne gefahren. Ja, ist ja auch in Ordnung so, wirst du nicht dreckig, und wenn du vorne fährst, fährst du auch nicht hinten. Hab dann allerdings, und der Max hat das auch gemerkt, schon gemerkt, dass ich in der im Training und davor mit doch zu viel Druck gefahren bin, also Luftdruck im Reifen. Und das hat sich dann unter im Renntempo doch ein bisschen anders ausgewirkt als im Training. Finde ich natürlich ein bisschen blöd, dass gerade mir das passieren musste, der da genau immer so drauf achtet, ja, aber so ist das nun mal, und so konnte der Max auch ganz gut schon mal so sehen, ungefähr, wo meine Probleme waren, halt eben auf den Abfahrten, und das hat man auch schon beim Berganfahren gesehen, dass es dann an den steilen Strecken, dass der nicht den ganz großen Grip hatte. Also wir waren relativ schnell vorne weg und hatten somit auch einen sehr, sehr komfortablen Vorsprung. Ich glaube, so 3 Runden vor Schluss war es schon, oder 20 Minuten vor Schluss war schon klar, dass, glaube ich, der Sieg unter uns beiden ausgemacht werden würde. Meine Familie ist dann auch gekommen, hat mich echt gefreut, fand ich super cool. Ja, wir haben versucht, einen High Five mit Luis zu machen, richtig cool. Und dann ist mir doch tatsächlich, weiß nicht, 3 Runden vor Schluss, glaube ich, auch die Kette abgesprungen. Und ganz, ganz großer Sportgeist von Maxe, also wirklich super. Ja, hier könnt ihr sehen, der hat mich dann geschoben und hat mich in die Lage versetzt, das wieder aufzugleisen. Wenn man das selber macht, dann kommt einem das vor wie eine Minute oder wie Stunden, aber im Video siehst du, das sind irgendwie 5 Sekunden, die du die Kette wieder rauflegst und weiter geht's. Ja, Robert, warum ist mir das passiert? Sollte nicht passieren. Ich habe mein Fahrrad natürlich vorher gereinigt, besonders die Kette, und habe dann vergessen, diese Clutch, also diese Kupplung, die hinten bei den Shimano-Dingern nicht automatisch dran ist, die wieder festzumachen. Die sorgt dafür, dass da genug Zug auf dem Schaltwerk ist und somit die Kette auf dem Kettenblatt bleibt, und bei einer One-Way ist es neben der Narrow-Wide-Verzahnung auch noch ein Punkt darum, warum die Kette nicht runterfällt. Ist mir halt passiert, aber ihr habt ja gesehen, das ging relativ schnell wieder zu beheben, also hat keinen Einfluss auf das Ergebnis schon gar nicht gehabt. Ja, nochmal, Maxe, vielen Dank, danke, danke. Also war echt eine super coole Aktion, und ich glaube, hat alle gefreut, und sowas finde ich genau richtig, sowas finde ich genau cool, und deswegen macht man mit. So, weil der natürliche Rennfahrerreflex ist nämlich einfach anzutreten. So. Ich weiß nicht, ob ich nicht weggefahren wäre. Ja, wahrscheinlich nicht, muss ich jetzt sagen. Nee, aber nach wie vor, es ist auch genug gelobt, hast du gut gemacht. So, und dann kommt es, wie es kommen musste, auf dem Bergabstück, kurz vor der, so wie ich eigentlich den Plan hatte. Es war eigentlich mein Plan, das in der letzten Runde mit dir zu machen, was du mit mir gemacht hast. Ja, ist halt so. Gut gemacht, super, genau, richtig erkannt, gut gesehen. Da warst du auch noch stärker als ich. Ist auch richtig so. Und ja, also, wie ist es gelaufen? Wie gesagt, Max tritt an und macht genau das Gleiche, macht das, was jeder machen würde, hat mich halt auf den Abfahrten distanziert und musste ja dann im Grunde genommen nur noch genauso weiterfahren, wie wir auch vorher gemeinsam gefahren sind. Und dann mir, da ich es gesehen habe, dass nach hinten ein großer Platz ist, musste ich auch nicht mehr viel geben. Von daher waren wir die einzigen beiden, die wirklich dann noch, glaube ich, noch eine Runde mehr gefahren sind und auch diese Höhenmeter dann mehr hatten als der Rest. Aber es ging ja darum, wer als erstes im Ziel war.
Ich habe mich echt super doll gefreut, auch alle wiederzusehen. Ja, dann auch im BHC, im Berlin Hot Cranks Trikot da auf dem Podest stehen zu dürfen. Fand ich cool. Also richtig geil. Nach wie vor, ich bin da richtig noch voll des Lobes und euphorisch, ob dieses Rennens, ja, was auch so nah dran war, um mich nochmal zu wiederholen. Dann gab es da noch natürlich die Möglichkeit, die 3 und die 6 Stunden zu fahren. Ja, ich meine, ich bin jetzt vor 4 Wochen oder 3 Wochen diesen 3 Stunden, diesen Marathon da gelaufen, auf dem 1 Meilen Kurs, da wollte ich nicht nochmal 3 Stunden im Kreis fahren, das kannst du ja niemandem zumuten. Hat sich aber auch herausgestellt, dass das die bessere Wahl war, weil das Wetter war echt, wie schon vorher erwähnt, richtig, richtig kacke. Ja. Respekt, fetten Respekt an alle, die da durchgefahren sind, das war echt keine leichte Nummer. Ja. Also, richtig, richtig krass. Hab gehört, dass das Rennen auch nach 4 Stunden oder nach 25 Runden abgebrochen wurde, bis das eine Team quasi Everest ihn voll hatte. Ich glaube, da war niemand böse. Ich bin nur traurig, dass es, wie gesagt, nicht komplett durchgezogen werden hätte können, konnte, weil die Bedingungen halt so waren, wie sie sind. Und ich glaube, im Mai bei gutem Wetter oder auch am Wochenende früher oder später wäre das ein ganz richtig cooles Ereignis gewesen. Ja. War es jetzt auch schon. Wie gesagt, ich glaube, Steffen Weigurt hat die lange Distanz gewonnen. Also stark, stark, Steffen. Ja, ich weiß. Ich kenne ihn noch aus Hawk-Zeiten. Ja, da bist du, ich habe da so eine Schwester rumgefahren. Auch war damals schon starker Crosser. Super. Henning Bommel brauchen wir nichts weiter zu sagen über die 3 Stunden. Also den braucht man nicht weiter vorstellen. Ganz starke Nummer. Also echt top. Enrico Janowski, super. Florian Seifert, Zweiter bei den langen, bei langen Distanzen. Und Sascha Vetter. Also die Triathleten, Duathleten waren da auch relativ weit vorne. Da sieht man halt, dass sich die Ausdauer bei solchen Dingen auch auszahlt. Nach wie vor. Tolle, ich kannte die Veranstalter bis dato wirklich gar nicht. Also abschließend, wie gesagt, möchte ich nochmal sagen, dass es, also ich wiederhole mich ganz oft, ich weiß gar nicht, wie oft ich das gesagt habe, weil das eine richtig coole Veranstaltung ist, dass wir da auf dieser Baustelle fahren durften. Danke fürs Zugucken. Die lange, lange, kurze Saison 2020 nähert sich damit auch dem Ende. Und vielleicht kommt noch ein Video, müssen wir mal schauen. Ansonsten, wie immer, könnt ihr subscriben, liken, wenn ihr es gut findet. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ride on diesmal wirklich. Ride on.